100 Goldstücke werden das nächste Ziel. Okay. Keine Rundenbegrenzung. Oh, nice. Okay, dann gehen wir einfach, wir gehen aber voll rein. Ich habe eh nur Delphador, Karlens und Konrad. Nicht Karlens, ich lasse mal Karlens vorlaufen. Oh. Das ist doch schon so wieder so richtig dumm. Komm, Karl, das schaffst du besser. Ja, passt doch. Schick mal Konrad ein bisschen vor. Karlens lass ich mal stehen. Kann sich mal regenerieren. Oh. Relgon, wer da? Bewohner der Oberfläche. In Stellung, Männer. Oh, die sind einfach da drin gespawnt jetzt. Willkommen in Frieden, Freunde. Willkommen in Frieden. Ach, tut ihr das? Ich sehe, dass ihr von Elfen begleitet werdet. Können wir Zwerge nicht in Frieden leben? Ohne dass immer wieder diese verräterischen Elfen kommen, um uns auf die Nerven zu gehen? Warum diese harten Worte, Zwerg? Wir Elfen haben euch nie etwas getan. Nie etwas getan. Zufällig war ich selbst dabei, als die Elfen die Allianz verrieten. Viele Zwerge wurden getötet. Und ihr feigen Elfen habt rein gar nichts unternommen. Wie könnt ihr es wagen? Ich bin Karlens, Abgesandter meines Zeuges. Ihr, die ihr euch in Höhlen verkriecht, ihr nennt uns Elfen Feiglinge. Ihr solltet die alten Streitigkeiten ruhen lassen. Und euch dem wirklich Wichtigen zuwenden. Orks streifen das Land über uns. Es gibt wirklich keinen Grund, uns gegenseitig zu zerfleischen. Gut. Dann erklärt mir, warum ihr hergekommen seid, Mensch. Wer seid ihr? Warum habt ihr Leib und Seele riskiert, um nach Knaigar zu kommen, der Heimat der Zwerge? Nun ja, wir sind hier, damit ein Erbe seine Erbschaft antreten kann. Damit ein König den Thron besteigen kann. Wir suchen das Zepter des Feuers. Das Zepter des Feuers, habt ihr den Verstand verloren? Ihr müsst scherzen. Muss ich meine Hand eincremen. Die sind so trocken. Ich war vorher noch draußen. Und die Minusgrade sind nicht so gut für meine Hände. Nicht, dass sie wieder rissig werden. Ich habe da so Probleme mit. Oh. Wir scherzen nicht, mein Freund. Wir suchen das Zepter des Feuers und möchten euch um Hilfe bitten. Es zu finden, aber wisset, dass wir es finden werden. Ob ihr uns nun helft oder nicht. Vielleicht kommt auch der ein oder andere von den dreien einfach nicht mehr zurück. Ihr sprecht wie ein Narr. Niemand weiß, ob das Zepter überhaupt existiert. Und wer ist eigentlich der Erbe dieser König, von dem ihr sprecht? Das bin ich, mein Herr. Du? Dieser Junge, der vor mir steht, soll ein König von Wessert sein? Ich habe schon lange nicht mehr so gelacht. Und wer seid ihr, alter Mann? Ich bin Delphador, der Große, Erzmagier von König Garad und Beschützer seines rechtmäßigen Erbens. Ihr wollt Delphador sein? Ich sah Delphador einst und ich sage euch, alter Mann, ihr seid nicht Delphador. Männer, schafft diese Lügen aus meinen Augen. Delphador ist vor vielen Jahren gefallen. Ich bin Delphador, der Große. Bereite dich auf deinen Tod vor. Ihr seid tatsächlich Delphador. Uns wurde gesagt, ihr wärt schon vor vielen Jahren verstorben. Man dachte, ich wäre tot. Und man hoffte, ich wäre tot. Aber doch lebe ich noch. Und ihr denkt wirklich, dass ihr das Zepter des Feuers finden könnt? So ist es. Wenn ihr uns helft, mein Freund, dann seien alle Schätze Knallgas, die wir finden, euer.
Wir wollen nur das Zepter. Es wird gefährlich sein. Unterstützer, die unterschätzt die bevorstehende Gefahr nicht. Es werden Zwerge getötet werden. Vielleicht viele Zwerge. Aber es ist sicherlich besser, getötet zu werden, als sich wie Würmer vor der Orkbrut zu verstecken. Ihr habt recht, mein Freund. Ich werde meine besten Leute an eurer Seite beordern. Aber wir wissen nicht genau, wo das Zepter ist. Eine Legende besagt, dass es in den Stollen im Osten versteckt sei. Also führt uns den Weg, den Osten. Oh. Greifenbändigerin. Verzeiht mir, Prinz Konrad. Die jungen Greifen zerbrechen ihre Fesseln. Sie werden einfach zu groß und zu unberechenbar, um sie im Zaum zu halten. Was ist denn hier los? Greifen in meiner Festung, hinaus mit den Biestern. Biester? Wir hatten geplant, sie als Reittiere einzusetzen. Was sagt ihr da? Greifen als Reittiere? Ihr stellt mit euren dummen Scherzen langsam meine Geduld auf die Probe. Konrad verzieht das Gesicht. Wenn ihr mit eurem verrückten Plan vielleicht in die Tat umsetzen wollt, werde ich euch einige meiner Leute als Reiter zur Verfügung stellen. Ein zarter Mensch oder noch schlimmer, ein Elf, kann die wilden Instinkte dieser Wesen niemals zähmen. Kalen verzieht das Gesicht. Kühlt eure Wut. Rhaegons Art mag rau sein, aber seine Vorsicht ist wahrlich gut. Oder seine Vorsicht? Ja. Oder Voraussicht. Nun, ich denke... Oh, ganz ruhig. So, und jetzt los! Wir können jetzt Greifenreiter ausbilden. Obwohl sie stinken, sind Greifen doch erstaunliche Kreaturen. In den verzweigten Kavernen sind sie nicht wirklich zu etwas gebrauchen. Aber solltet ihr jemals den Himmel wiedersehen, so werdet ihr durch sie den Himmel beherrschen. Viel Glück, Freunde von Knallgar. Oh, cool. Sehr siegreich aus der Schlacht hervorgegangen. Prozentualer Anteil 100. Oh, cool. Das war jetzt sehr kurz. Vielleicht mache ich das auch in einer extra Folge oder mache das zusammen. Ich sehe das jetzt nicht wirklich als extra Map, aber es wird wahrscheinlich eine Map sein.